So. 4 Uhr morgens? Oder? Viertel vor? 4? Wir werden gleich abgeholt und dann geht's zum Tigertempel. Boah, wird ganz schön stressig und morgen wieder so früh raus dann zum Flughafen. Aber ich hoffe mal, es lohnt sich, weil ich bin mir fast sicher, dass es richtig lohnen wird. Und ja. Ich hoffe, es lohnt sich. Wir sind so kaputt vom frühen Aufstehen, das ist echt der Tod. Naja, mal gucken. Erster Halt an der Tankstelle, erstmal Frühstück einkaufen. Und Sonne ist jetzt gerade aufgegangen, sind jetzt knappe 200 Kilometer gefahren. Jetzt geht's weiter. Die im Zweiten Weltkrieg gebaut wurde von Japanern, also als die Japaner hier waren und quasi sich ganz Asien unter den Nagel reißen wollten. Und ja, die haben gedacht, dass sie es in 5 Jahren bauen. In 17 Monaten haben sie das ganze Ding hochgezogen, also nicht die Brücke hier, sondern die ganze Strecke. Und ja, es sind über 200.000 Menschen ums Leben gekommen. Und hat für die Thailänder eine ganz besondere Bedeutung hier. Und solche Brücken sieht man teilweise bei uns auch noch. Ich weiß, dass es bei uns um die Ecke eine ist, wie es aussieht. Und ja, die thailändische Regierung hat es dann wohl von den Amerikanern immer wieder zurückgekauft für ein halbes Vermögen und dann wieder aufgebaut. Mittelteil, also quasi diese, genau wo ich jetzt bin, wurde halt von Bomben zerstört. Und quasi diese anderen, diese runden Bögen rechts, links, also die da vorne, die sind noch die original alten von früher. Und ist echt schön hier. Wir sind jetzt hier, ist noch total ruhig, weil wir so früh da sind. Wenn man wohl um 9 Uhr kommt, ist wohl der absolute Tod mit 20.000 Touristen, aber ist echt schön.
quasi um einen rum. Das sind in der Zeit die ganzen Tiger. Die sind so zutraulich und zahm. Das ist total geil. Du kannst einfach mit denen spielen. Und die liegen rum, teilweise wie Hunde. Die machen einfach gar nichts. Chillen einfach nur rum. Oder hier, die Mönche spielen mit denen. So mega süß. Das ist echt, richtig geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ziemlich angsteinflößend.
aber auch irgendwie mega geil, als dieser Kopf von diesem Riesenvieh auf deinem Schoß liegt und denkst, oh mein Gott. Aber richtig, richtig geil, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu machen. Und ja, das waren 7 Tage, oder ja, 7 Tage Bangkok. Gehe ich gleich verpacken. Morgen um 4 Uhr muss man wieder raus. Dann geht's zum Flughafen. Und ab nach Singapur. Dann ist 3 Tage Singapur. Gucken, wird auf jeden Fall. Hoffe ich mal genauso geil. Noch relativ im Arsch. 7 Tage Städtetrip zieht schon. Und jetzt nochmal 3 Tage. Hardcore-Sightseeing-Programm und dann erstmal ein bisschen chillen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall morgen oder so im Flieger nochmal ein Video machen. Wie es uns hier gefallen hat und so. Aber allem von allem kann man schon mal sagen, dass es auf jeden Fall sich gelohnt hat, hier mal einen Abstecher hinzumachen. Achso, nochmal zum Tiger-Tempel. Normal ist es ja immer so, dass man immer so ein zweischneidiges Schwert, ob man sowas unterstützen sollte oder je nachdem, wie die Tiere da gehalten werden und so. Und ich kann zum Beispiel da sagen, ich hatte es mir vorher halt online durchgelesen und auch Bewertung. Moment. Viel Verkehr. Und man muss sagen, dass man echt sagen kann, dass die Tiere da bestmöglich gehalten, also besser als in jedem Zoo oder was man sich vorstellen kann. Besser in jedem Zoo. Besser als in jedem Zoo gehalten werden. Das ist, die haben da quasi kompletten Freilauf. Also sind zwar irgendwie bei den Mönchen sind, in den Gebetsräumen oder wenn die Touris kommen oder wenn die jetzt als Gruppe kommen, sind sie zwar meistens angekettet, aber ansonsten bewegen sich quasi auf dem kompletten Areal, das echt riesig ist. Komplett frei, können machen, was sie wollen, können schwimmen. Eine richtig geile angelegte Anlage. Also, die da gehalten werden, ist besser als in jedem Zoo, den es in Europa gibt. Und man hat nie das Gefühl, dass irgendwie irgendjemand gezwungen, geschlagen, irgendwas gemacht wird, was gegen ihren Willen ist. Und wird auch genau erklärt, dass es gibt in Thailand immer noch über 400 wilde Tiger und die da aufgezogenen werden irgendwann ausgewildert. Und ja, ich würde sagen, denen geht es da auf jeden Fall richtig, richtig gut. Merkt man auch, die sind alle so entspannt und gechillt und wir haben eigentlich Spaß. Wollen eigentlich alle nur spielen, selbst die ganz Großen. Das Problem ist bloß, sie sind ziemlich groß. Aber man hatte nie das Gefühl, oder ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwas unter Zwang läuft oder dass so ein Spiel mal mit dem, tu mal mit dem das, weil die haben dafür bezahlt gemacht. Das, wenn die nicht wollen, dann wollen sie halt nicht. Das wurde uns auch vorher gesagt. So. Wenn einige keine Lust haben, irgendwie mit den Touris zu spielen, dann ist das halt so. Du hast keine Garantie darauf, dass auf irgendwelche Sachen, die du mit denen machen kannst. Ich habe geguckt, wie die Tiere drauf sind und was man mit denen machen kann. Und danach wird dann quasi die angepasst, was du machen kannst. Die Kleinen, wir hatten diesen kleinen, süßen Babytiger. Nach 4 Wochen alt, so mega süß. Und der ließ quasi alles mit sich machen, ab und zu mal rumgefaucht, aber ansonsten hat er alles mit sich machen lassen. Und auch die Elefanten oder so. Da war es dann immer einer dabei, der aufgepasst hat, hat sich alles super vernünftig abgelaufen und so wie man sich das vorstellt. Also ich würde es ganz jedem empfehlen, auch die Leute, die vielleicht sagen würden, ja, sowas sollte man nicht unterstützen. Ja, bin ich auch für, aber in dem Fall kann ich eigentlich nur sagen, dass subjektiv, was ich oder wir empfunden haben, ist
total legitim ist. Also wer in den deutschen Zoo geht, sieht da bei weitem schlechter gehaltene Tiere als da in diesem Tempel. Und ja, das nur nochmal da sind. Weil wir uns das auch vorher, oder ich mir das vorher überlegt hatte, ob man sowas überhaupt deswegen macht oder nicht. Aber wenn man sich gut informiert, dann passt das auch. Und ja, so viel dazu. Jo, jetzt geht's ans Kofferpacken gleich und dann mal gucken. Ein paar Videos noch fertig schneiden. Und dann mal gucken, ob wir heute früher pennen gehen oder nicht. Oder ob wir nochmal rausgehen, ich weiß nicht, je nachdem wie wir drauf sind. Wir haben im Auto gerade, die Fahrt war mal so 2,5 Stunden hin, 2,5 Stunden zurück. Da habe ich gepennt, also von daher denke ich mal, dass ich jetzt gleich nicht müde sein werde. Mal gucken, wie das später heute Nacht oder heute Abend ist. Daran wird man das dann festmachen, ob wir noch pennen werden. Ansonsten sieht man sich wahrscheinlich morgen früh, wenn es abgeht nach Bangkok.